Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Mika zu einer weiteren Folge Disney Legacy Challenge. Eigentlich sollte ich ja echt nicht so gehypt sein. In der letzten Folge ist ja nämlich was ganz Tragisches passiert. Unsere liebe Anna ist nämlich gestorben und das war wirklich unfassbar traurig. Wir waren nämlich einfach leider zu langsam. Der Christoph hat am Anfang der Folge noch versucht, die Elsa zu holen. Die hat sich währenddessen einen Kampf mit den Magierinnen geliefert. Aber der Christoph hat sich ziemlich schnell davon überzeugt, mitzukommen. Und der Karl hat währenddessen die Anna davon überzeugt, dass er eigentlich ein Lieber ist und dass er wirklich Gefühle für sie hat. Dann sind die Magierinnen aufgetaucht, haben die Anna und den Karl wieder hochgebracht und dann war es aber leider zu spät. Die Elsa konnte die Anna gerade noch umarmen und dann ist sie erfroren. Und genau da spielen wir jetzt auch weiter. Die Elsa ist wirklich absolut am Boden zerstört. Hier haben wir das Grab von der Anna. Oh mein Gott, das auszusprechen ist schon echt heavy, muss ich sagen. Also es geht mir auch ziemlich nah. Und die Elsa wollte natürlich, wie dramatisch das auch mit dem Mond im Hintergrund aussieht. Die Elsa wollte natürlich niemals, dass es so weit kommt. Sie hatte halt nur ihre Panik und Angst vor den Augen, dass irgendjemand rausfindet, dass sie solche Kräfte hat. Sie wusste ja nicht, dass es auch noch andere gibt, die diese Kräfte haben, sondern sie hat immer gedacht, sie ist eine Außenseiterin und die Leute werden sie hassen, wenn sie das Ganze rausfinden. Und deswegen ist sie überhaupt weggerannt und sie hat ja die Anna damals schon verletzt und jetzt ist die Anna einfach gestorben wegen ihr. Also mehr oder weniger wegen ihr. Sie hätte ja auch nicht nachrennen müssen. Die Magierinnen haben sich ja irgendwie drum gekümmert oder sie wollten sich eben drum kümmern und die sind natürlich jetzt alle unglaublich traurig. Seht euch diese Gesichter an. Die Fenja ist eher weniger traurig und die Lilly auch nicht. Die beiden sind ja Geschwister und während die Anna nämlich gestorben ist, während sie eingefroren ist, ist die Elsa zu Fenja gerannt und hat ihr gesagt, kannst du die Anna bitte, bitte retten? Oh je, mittlerweile ist allen ein bisschen kalt. Wir gehen gleich weiter, Mädels, keine Sorge. Aber sie ist auf jeden Fall zu Fenja gerannt und hat sie so unglaublich angefleht und hat geheult und hat sie wirklich darum gebeten, die Anna zu retten, ob sie das nicht schafft, dass die Anna jetzt nicht erfriert. Und diese schwesterliche Liebe, das hat die Fenja schon ordentlich berührt. Die Fenja ist ja voll tough und der kann man nichts sagen und eigentlich hat sie nicht so viel Mitgefühl und Gefühle anderen gegenüber und das ist ja ihre Schwester und das hat sie jetzt doch irgendwie ein bisschen mitgenommen. Das könnte ja mit ihrer Schwester auch passieren und jetzt ist so ein bisschen was in ihr, hat sich jetzt doch verändert. Sie weiß noch nicht ganz was. Ihr seht, dass sie ist unglaublich angespannt. Der Rest ist ziemlich traurig, vor allem die beiden Jungs. Sie haben wirklich ihr Bestes gegeben, aber am Ende hat es halt leider doch nicht gereicht. Die Elsa packt es halt auch gar nicht. Aber die Magierinnen erzählen der Elsa jetzt auf jeden Fall, dass sie die Anna wieder zurückholen können, liebe Freunde. Natürlich können wir sie wieder zurückholen, weil sonst wäre das Let's Play ja jetzt schon vorbei. Das wäre ja ordentlich tragisch. Folge 12 oder so. Ich finde es ja voll faszinierend, dass wir schon im zweistelligen Bereich sind. Bei Folge 10 war ich schon so, wow. Es ist schon einiges passiert und jetzt ist die Anna tot in Folge 12. Hammer. Ganz toll. Und ich weiß, eigentlich gibt es diesen einen Spruch, und die Magierinnen hier bei mir können einfach alle Zauber, weil ich dachte mir so, ich habe keinen Bock, das alles jetzt zu lernen. Das ist mir einfach zu kompliziert, alles zusammen. Und wir haben hier im Zauberbuch unter ungezähmte Magie die Körperfixierung, stellt die ursprüngliche körperliche Form eines Geistes wieder her. Und die Mädels sagen jetzt einfach, dass sie dafür ihre vereinten Kräfte brauchen, also dass diesen Zauber jeder von ihnen können muss, damit das funktioniert. Natürlich weiß ich, dass sie das einzeln machen könnten, aber das ist meine Geschichte und ich finde es cooler, wenn die Elemente sich irgendwie vereinen müssen. Und so werden sie dann die Anna zurückholen. Was sie sich aber zuerst zurückholen, und das macht die Elsa, ist ihr Königreich. Jetzt, wo sie weiß, dass sie die Anna doch wieder zurückholen kann, hat sie wieder neue Energie und Mut gesammelt und sie werden jetzt Elsas Königreich zurückholen. Und hier sind wir wieder nach sehr, sehr langer Zeit zurück beim Schloss Arendelle. Oh mein Gott, Leute, das haben wir jetzt schon so lange nicht mehr gesehen und es sieht immer noch so cool aus, auch wenn es mittlerweile dunkel ist. Die Leute haben uns natürlich sehr lang hierher gebraucht und der liebe Karl hat natürlich das ganze Schloss schon eingenommen. Nee, der liebe Hans hat das Schloss schon eingenommen. Er hat auch schon den Thron eingenommen. Seht ihn euch an. Oh mein Gott, er hat es tatsächlich geschafft und die Leute haben ihm auch tatsächlich geglaubt. Und die Leute im Schloss sind tatsächlich hin und weg von ihm. Seht euch das an. Okay, das ist einer von den Rittern, aber der beschützt ihn natürlich. Hier haben wir die Cruella, die freundet sich auch mit allen Leuten im Schloss an und sagt ihnen jetzt, was so passiert ist. Der Hans hat nämlich allen Leuten erzählt, dass die Elsa die Anna umgebracht hat.
umgebracht hat. Ja, das hat er tatsächlich erzählt und die Leute haben es ihm geglaubt. Die haben ja mitgekriegt, dass die Elsa ein bisschen eskaliert ist und dass diese magische Kräfte hat. Und der Hans hat behauptet, dass die Elsa als Kind verflucht worden ist und deswegen ist sie auch eingesperrt worden von ihren Eltern, weil sie nicht wussten, was sie mit diesem Monster, diesem schlimmen Kind machen sollen. Und die Leute sind jetzt so begeistert vom Hans. Sie sind natürlich unglaublich traurig, dass sie ihre Königin und die Prinzessin verloren haben, also Anna und Elsa. Aber sie freuen sich, dass der Hans jetzt hier ist. Er behauptet nämlich, dass die Anna in seinen Armen gestorben ist und die Anna ihm dann noch gesagt hat, bitte pass auf unser Königreich auf. Und ich glaube, diese junge Dame hier hat es irgendwie ein bisschen auf den Hans abgesehen. Kann das sein? Die ist nämlich ständig in seiner Nähe. Und ich glaube, der Hans ist da auch nicht wirklich abgetan. Wir kennen ja unseren Hans. Ich glaube, er flirtet jetzt auch gleich mit ihr. Das ist einfach so unglaublich. Dieser junge Mann ist unglaublich. Der Hans will am nächsten Tag nämlich zum König gekrönt werden. Und seht euch an, wie die beiden flirten. Und er hätte natürlich auch gerne eine Prinzessin an seiner Seite. Er macht das jetzt aber so, dass es niemand mitkriegt, weil das wäre dann doch schon ein bisschen auffällig, wenn er jetzt auf einmal gleich zur nächsten rennt. Aber es ist klar, dass die Frauen jetzt voll auf ihn fliegen, weil er die Anna ja auch im Arm gehalten hat, bis sie gestorben ist. Ah, ja. Oh mein Gott, so ein Lügner. Unglaublich. Aber auf jeden Fall sind unsere Mädels jetzt hier. Unsere Mädels, der Karl und der Christoph, sie sind jetzt alle hier und sie werden sich jetzt Elsas Königreich zurückholen. Die Elsa stürmt da jetzt nämlich rein mit ihrer Gruppe. Sie sehen alle nicht ordentlich motiviert aus. Sie sind halt traurig, weil die Anna gestorben ist. Ich habe Annas Grabstein nicht mitgenommen. Darum kümmere ich mich gleich. Aber wir holen uns jetzt auf jeden Fall als erstes mal das Königreich zurück. Da kommen sie schon. Ich glaube, das wird mega dramatisch. Die Elsa ist jetzt reingestürmt und schreit den Hans komplett an und geht sofort auf ihn los und schreit, warum hast du die Anna umgebracht? Und alle ringsherum sind so, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann erzählen Elsa, Christoph und Karl die wahre Geschichte. Die Leute sind nämlich natürlich jetzt auch verwirrt, warum hier ein zweiter Hans ist. Und der Karl erklärt dann die Geschichte von der Cruella und vom Hans. Und der Hans tut natürlich ziemlich cool und beleidigt jetzt die Elsa und schreit sie an. Und das Ganze eskaliert ordentlich. Die Leute wissen gar nicht, auf welcher Seite sie stehen sollen. Aber im Endeffekt glauben sie natürlich der Elsa. Und die Cruella geht dann auf die Elsa los und schlägt sie einfach. Aber das hätte die Cruella nicht machen sollen. Die Elsa wird es natürlich mega sauer. Und die Elsa hat ihre Kräfte nicht unter Kontrolle. Aber ihre Mädels, erzählt ihr es, die Leute haben sich jetzt richtig um sie versammelt, um das ganze Spektakel mit anzuschauen. Aber auf jeden Fall sagt die Cruella ihnen jetzt, dass ihnen jetzt dieses Königreich gehört, dass der Hans praktisch schon der König ist und dass sie sich bitte wieder verziehen sollen, sonst sperren sie sie in den Keller. Und dann kommt tatsächlich die Fenja nach vorne und will die Elsa verteidigen und die Cruella und der Hans wollen die Wachen auf die Mädels losschicken. Und dann sagt die Fenja ihnen aber, ihr wisst schon, mit wem ihr es zu tun habt und dann wird sie den Stuhl in Brand setzen. Das macht sie jetzt, damit alle Panik kriegen. Die Fenja kennt da ja gar nichts und sie zündet jetzt einfach eiskalt den Thron an. Das gefällt der Elsa zwar nicht unbedingt, aber ja. Es eskaliert jetzt komplett. Die Leute werden das Feuer jetzt auch wieder löschen, natürlich. Damit hier kein Großbrand im Schloss ausbricht. Das brauchen wir gar nicht. Und natürlich sind die ganzen Leute jetzt wieder auf der Seite von der Elsa und glauben mir auch. Und wir werden Hans und Cruella jetzt bei uns im Kerker einsperren. Ich weiß nicht, könnten wir sie einfrieren? Könnte die Elsa sie, aber die Elsa kann das leider noch nicht. Das wird nämlich ziemlich cool. Was könnten wir sonst noch machen? Das wäre ziemlich cool. Wir könnten ja in Delirium versetzen. Das machen wir jetzt. Wir setzen die beiden jetzt einfach außer Gefecht. Das macht gerade die Waterlily. Die macht das mit irgendwelchen Kräutern. Perfekt. Oh, jetzt ist er ziemlich benommen. Und das gleiche machen wir natürlich auch mit der Cruella, dass sie uns nichts mehr können. Und dann sperren wir die beiden in den Kerker. Wo geht er jetzt hin? Man weiß es nicht. Was machst du, junger Mann? Ziellos umherwandern. Alles klar. Wir sperren die beiden jetzt aber hier unten in den Kerker. Wir haben schon wieder einen Kerker.
Kerker-Leute. Ja, tatsächlich. Okay, das hört jetzt auch nicht mehr auf. Aber sobald sie dann fertig sind mit dem Umherirren, werden wir sie in den Kerker platzieren. Sollen wir sie gemeinsam in den Kerker platzieren? Eher nicht, oder? Die kriegen beide ihre eigenen Zellen, nicht, dass die hier uns noch irgendwelche Pläne schmieden. Das können wir gar nicht brauchen. Und wir schauen dann eben ab und zu vorbei und schauen, wie es ihnen so geht. Oder wir müssen uns allgemein überlegen, was wir mit den beiden in Zukunft machen. Ich will sie natürlich nicht umbringen oder sowas. Aber irgendeine Strafe bekommen die beiden auf jeden Fall. Und die Elsa ist einfach nur froh, dass sie ihr Königreich wieder zurück hat. Und sie erzählen jetzt aber allen, dass die Anna wirklich gestorben ist, aber dass sie sie wieder zurückholen werden. Dafür brauche ich aber natürlich ihren Grabstein. Und den gehe ich jetzt wieder auf dem Berg holen. Ein paar Sekunden später. So, ich habe den Grabstein jetzt geholt. Und das war ja wieder mal unglaublich süß. Der Christoph ist natürlich mega fasziniert von dem Gebäude, also von dem Schloss und der ganzen Umgebung hier. Der hat sowas halt auch noch nie gesehen, vor allem auch, dass es hier am Meer ist und alles. Das ist einfach Hammer. Und der Christoph hat den Grabstein dabei. Gut, ich dachte schon, nee, hier haben wir den Grabstein. Ich bin aber gerade drauf gekommen, dass wir eigentlich nirgends richtig so einen süßen Garten haben, wo wir das wirklich hingeben können. Ich meine, die Anna war immer sehr gerne am Wasser, aber ich hätte da jetzt irgendwie gerne einen Garten dafür. Irgendwo einfach ein schönes Stückchen, wo wir das Grab von der Anna platzieren können. Ich habe ja für die Not-So-Berry extra einen Friedhof gebaut, also für die Not-So-Berry Challenge. Und vielleicht machen wir hier auch einfach schnell so ein Stück Wiese, keine Ahnung, ein Teil Garten. Oh, okay. Aber dann haben wir dieses Grab nicht mehr. Hä, aber das ist sehr seltsam. Ich will keine Urne haben, ich will wieder Annas Grab haben. Können wir das wieder rückgängig machen? Ja, jetzt ist es wieder ein Grab. Hm. Das ist ganz seltsam. Ja, weil das Grab hier jetzt einfach nur so stehen lassen, ist schon ein bisschen mickrig, oder? Ich meine, wir haben hier ganz viele Blumen. Ich kann auch neue holen. Ich meine, die Mädels haben ja absolut Geld genug, muss man wirklich sagen. So, ich habe der Anna jetzt ein bisschen ein Grab gemacht. Natürlich ist die Anna sehr beliebt bei den Leuten hier und sie hat ganz viele Blumen bekommen und wir werden die Anna auch ganz sicher retten. Aber fürs Erste habe ich mir gedacht, ist es besser, wie wenn das Grab einfach nur so rumsteht und die Mädels werden der Elsa jetzt beibringen, wie man richtig zaubert. Natürlich, Leute, ich gebe es zu, ich werde das dann im Endeffekt cheaten und die Mädels werden jetzt einfach hier den ganzen Tag damit verbringen, miteinander zu kämpfen. Also einfach, dass die Elsa lernt, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu kriegen. Und hier haben wir unsere 5 Elemente. Sehen sie nicht unglaublich toll aus? Und wir haben ja diese 3 verschiedenen Arten von Magie und die Alchemie natürlich. Also wir haben die funktionale, die schelmische und die ungezähmte Magie und jeder von den Mädels ist einfach irgendwo, ist das ihr Spezialgebiet und sie bringen jetzt alles der Elsa bei. Und die Elsa ist eben so stark und so schnell im Lernen, dass sie das ziemlich schnell kann. Die ungezähmte Magie können wir uns denken, kann natürlich die Flora zum Beispiel. Dann die funktionale Magie kann natürlich die Flora, also so Sachen, die einfach im Alltag sehr praktisch sind und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das eh alles denken. Und die Mädels, die werden das der Elsa jetzt natürlich alles beibringen. Wir starten am besten mit der funktionalen Magie. Das kann die Flora natürlich. Sie benutzt ihre Magie ja immer nur für was Gutes und deswegen starten wir einfach mit dem, oh, wollen die nicht miteinander lernen? Ich glaube schon. Ja, voll. Die Flora zeigt dir jetzt die funktionale Magie und die Elsa ist natürlich voll dabei, hat eine richtig gute Motivation. Sie zeigt dir einfach, wie das alles funktioniert und ich finde das gerade so eine liebe Szene. Der Christoph im Hintergrund hat, glaube ich, ein bisschen Hunger, während die beiden hier zaubern. Für ihn ist das natürlich jetzt alles auch sehr erschreckend. Er hätte auch nicht gedacht, dass er in so eine Situation kommt, vor allem jetzt hier auch noch mit Magierinnen. Er wusste davor gar nicht, dass sowas überhaupt existiert. Aber ganz ehrlich, ich persönlich fände das jetzt ziemlich cool, hier Teil davon zu sein. Hier haben wir den Sven. Der findet das Ganze, glaube ich, auch sehr interessant. Wie geht es denn dem Olaf? Der beobachtet das, glaube ich. Nee, der beobachtet gar nichts. Der Olaf rennt nämlich wie immer seine Runden, so wie wir ihn halt kennen. Und der Karl, der wird jetzt zum Grab von der Anna gehen und um die Anna ein bisschen trauern. Und er wird ihr dann auch nochmal sagen, wie sehr er sie liebt. Er bringt der Anna jetzt auch ein paar Blumen vorbei, so wie alle anderen auch. Oh, und er ist so traurig, dass sie nicht mehr da ist. Er hofft natürlich so sehr, dass die Magierinnen es schaffen, sie zurückzuholen. Aber er hat natürlich auch Angst, dass sie es doch nicht schaffen. Und er sagt der Anna jetzt auch, wie sehr er sie liebt und dass es ihm so unglaublich leid tut, dass er sie in diese Situation überhaupt gebracht hat. Und dass er eigentlich mit Schuld dran ist, dass sie jetzt tot ist, wegen dem Hans und der Cruella. Er hätte sie einfach schon viel früher sagen müssen und das sagt er jetzt alles dem Grab von der Anna. Also er redet mit ihrem Grab. Es tut mir so leid, oh mein Gott.
Ohne Spaß, ich werde gerade auch ein bisschen sentimental. Ja, ich habe auch schon wieder Gänsehaut. Ach, das macht mich jetzt aber viel zu traurig und deswegen werden wir jetzt hier weitermachen. Die Fenja wird jetzt nämlich die Elsa unterrichten. Sie hat sich tatsächlich dafür bereit erklärt, weil sie eben gesehen hat, wie wichtig ihr die Anna ist. Und da ist halt irgendwas in der Fenja geschmolzen, wie gesagt. Irgendwas hat sich in der Fenja verändert. Vielleicht schafft sie es auch, die Beziehung zu der Lilly wieder zu retten. Die Fenja ist ja schuld, dass ihre Eltern gestorben sind. Oh, der Christoph weint auch im Hintergrund. Er ist auch so unglaublich traurig. Aber er feuert die Elsa und die Magierinnen an, dass sie es schaffen werden. Und jetzt wird der Christoph zum Grab von der Anna gehen. Er sieht nämlich gerade, dass hier niemand ist. Und auch der Christoph wird der Anna jetzt nochmal sagen, wie leid es ihm tut, dass er sie zurückgelassen hat und dass er einfach gegangen ist, wo der Hans gesagt hat, er soll sich verziehen und dass er nicht bei ihr geblieben ist, auf sie aufgepasst hat und dass er sich jetzt auch irgendwie die Schuld, die Mitschuld gibt, dass die Anna gestorben ist. Und es macht ihn natürlich auch mega fertig und er sagt jetzt auch, Anna, ich habe noch nie für irgendjemand so etwas gefühlt, wie ich für dich jetzt etwas empfinde. Und Anna, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Das sagt er alles zu Annas Grab. Mein Herz schmilzt. Ohne Spaß, Leute. Ich bin einfach hin und weg. Und die beiden da hinten, ich glaube, die sind die schon am Üben? Keine Ahnung. Aber ich glaube, die drei reden jetzt einfach miteinander über Magie und erklären der Elsa, wie das Ganze funktioniert. Und der arme Christoph steht hier am Grab und weint. Was aber sowohl Hans und Christoph nicht mitbekommen haben, ist, dass die Anna sie die ganze Zeit belauscht hat. Die Anna ist als Geist zurückgekehrt, liebe Freunde, tatsächlich. Und sie hat sich hier hinten versteckt. Sie wollte nicht, dass sich irgendjemand erschreckt wegen ihr, weil wann sieht man schon die Tage im Geist? Und sie wollte auch nicht, dass die Leute irgendwie glauben, dass sie verflucht ist. Ich glaube, der Sven hat sie jetzt entdeckt, aber das ist okay. Ja, der Sven hat sie entdeckt und wird jetzt vermutlich mit ihr kuscheln gehen, so wie ich ihn kenne. Ja, natürlich kuschelt der Sven mit ihr und der Christoph ist dann auch so, Sven, was machst du da hinten? Aber die Anna schickt ihn natürlich sofort wieder nach vorne und versteckt sich wieder. Und die Anna hat alles gehört, was die beiden Jungs gesagt haben. Und jetzt ist ihre Gefühlswelt natürlich noch verwirrter, noch durcheinander. Und sie hofft auch natürlich sehr, dass Elsa es schafft, sie wieder zurückzuholen. Ob wir das schaffen, erfahren wir dann aber in der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.